hier sind alle Sorten von Pflanzenschutzmittel erlaubt, das heißt natürlich Insektizide und Fungizide. Hauptsächlich, was auch am meisten im Gespräch ist momentan, ist das ein Totalherbizid. Dieses wird wiederum in Verwendung mit gentechnisch veränderten Pflanzen benutzt, als dass diese Pflanzen dann resistent gegen dieses Herbizid gemacht werden können. Und man somit quasi Gift ausbringt auf dem Feld, welches alle pflanzlichen Organismen auf diesem, sprich Unkraut und so weiter, vernichtet. Ich habe ganz wenig Arbeit und kann diese gentechnisch veränderte Pflanze ausbringen, die dann wiederum in diesem Umfeld überlebt. Dann werden sehr große Monokulturen hergestellt. Das heißt, es wird vor allem in Südamerika und Asien, zum Beispiel in Indonesien, wird gebrandrodet. Das heißt, wir haben in unserem Wald oder auch so in den Wiesen eine Schicht von etwa einem Meter, in der Nährstoffe existieren und in der die Erde dafür gebraucht werden kann, um anzubauen. In den tropischen Gebieten, in den tropischen Regenwäldern, werden die Wälder, die Bäume mal locker 30, 40 Meter hoch. Und man möchte es kaum denken, aber die Wurzeln verhältnismäßig sind ziemlich an der Oberfläche, weil eben dort nur ein sehr geringer Teil des Bodens nutzbar, fruchtbar ist für diese Pflanzen. Dafür rodet man dann mit Feuer diesen Regenwald, man brennt dann den einfach nieder und in dieser Asche sind dann ein Teil von den Nährstoffen des Regenwalds gebunden, sodass man dann ein paar Jahre lang dort Monokulturen anbauen kann mit all diesen technischen Hilfsmitteln. Ohne wäre es natürlich gar nicht möglich, weil Monokulturen logischerweise sehr anfällig für alle möglichen Schädlinge, die der Pflanze etwas antun kann, sind, vor allem natürlich Krankheiten. Und oftmals wird in Monokulturen sogar Klone ausgebracht, das heißt genetisch identische Pflanzen werden dort in Unmengen nebeneinander gepflanzt. Und wenn jetzt ein Krankheitserreger den genetischen Code dieser Pflanze geknackt hat, dann werden alle Pflanzen in dieser Plantage dann daran zugrunde gehen. Und darum bringt man alle möglichen Formen von diesen chemischen Hilfsmitteln aus, um dem schon mal von vorneweg vorzubeugen. Bei der agrarökologischen Landwirtschaft gibt es in Deutschland noch ein Unternehmen, das wirklich breit gefächert Biosamen vertritt, beziehungsweise auch Demeter-Samen. Das ist die Bingenheimer Saatgut AG. Die hat eigentlich ein sehr breit aufgestelltes Angebot an Samen, die man auch für den Privatgebrauch sich bestellen kann. Es gibt noch andere Samenbanken. Es werden aber immer mehr Biosamenbanken jetzt von großen agrarindustriellen Konzernen aufgekauft, von das sind hauptsächlich Pharma- und Chemiekonzernen, die diesen Markt für sich entdeckt haben und die nicht auf die Idee gekommen sind, oh, wir finden Bio ganz toll und wir wollen jetzt auch Bio produzieren, sondern da steckt ein anderer Plan dahinter. Und zwar ist dieses Bio-Konzept sehr gefährlich für die agrarindustrielle Lobby, weil die Agrarindustrie auf einem ewigen Teufelskreis funktioniert. Das heißt, ich gebe Samen aus, die zum Beispiel gentechnisch verändert sind. Dafür brauche ich das Herbizid, dafür brauche ich das Fungizid und vor allem brauche ich ganz viel Dünger, um das überhaupt funktionieren zu lassen. Die Schäden für die Umwelt könnt ihr euch eigentlich jetzt so langsam wahrscheinlich vorstellen. Es wird überdüngt, es wird vergiftet und die gentechnisch veränderten Pflanzen kreuzen sich in die Natur ein
und verbreiten da damit ihre Genome, die ihnen eingesetzt worden sind. Zum Teil kann das auch die Produktion von eigenem Gift sein, das dann natürlich auch wiederum Insekten, wichtige Insekten, mit Dünger und einer chemischen Landwirtschaft, mit einer industriellen Landwirtschaft, kann ich so einen großen Kohlrabi-Kopf züchten. Nur gibt es unendlich viele Studien, die bewiesen haben, dass ökologischer Anbau viel mehr Nährstoffe in die Endprodukte hineinbringt. Das heißt, dieser riesengroß aufgeblasene Kohlrabi-Kopf schmeckt weniger intensiv, ist weniger gesund, schon mal Gift und alles vorne weggelassen. Nur von den Inhalten, von den enthaltenen Mineralstoffen, Spurenelementen, Nährstoffen. Was diese Pflanze hat, ist die konventionelle Pflanze viel minderwertiger als Bioprodukte. Da kann dann der Kohlrabi-Kopf einfach ein bisschen kleiner sein. Momentan kostet er leider einfach viel mehr, was natürlich auch wieder nur mit Subventionen zusammenhängt. Weil wenn man das alles aufrechnen würde, wenn man jetzt die Leute allein für die ganzen algenverseuchten Gewässer verantwortlich machen würde, wenn man sagen würde, wie sehr ihr Landwirtschaft der Natur schadet, wenn sie das zahlen müssten, könnte sich niemand konventionelle Produkte leisten. Es ist ein absoluter Fake, wie viel eine Stange Porree oder ein Salatkopf beim Aldi kosten. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Die Unsummen, die dort reingesteckt werden müssen, in Form von Kunstdünger, in Form von den ganzen Giftmitteln, die werden natürlich durch Subventionen getragen. Und anders wären diese Preise überhaupt nicht vorstellbar. Das finde ich persönlich auch total bigott und heuchlerisch an der neuen veganen Bewegung. Ich weiß, dass ich sehr dazu neige zu pauschalisieren und dass ich mich dann irgendwie über Veganer lustig mache und dann so in Fahrwasser reingerate von Leuten, denen ich eigentlich gar nicht zustimme. Ich bin absolut in den meisten Punkten mit den Veganern ganz sicher einer Meinung. Sie haben damit absolut recht, dass die Art, wie wir im Westen Fleisch verzehren, wie wir es als selbstverständlich betrachten, dass wir diesen billigen Massenfleischkonsum, den wir haben, dass der auf Dauer nicht gut ist, dass der nicht gut für die Umwelt ist und für unseren ganzen Planeten schlecht. Das mag alles sein und das stimmt. Wenn ich aber als logische Konsequenz daraus dann sage, okay, dann kaufe ich halt beim Aldi mir drei Paprika in jeder Farbe ein für insgesamt 1 Euro, eingeschweißt in einer Plastikfolie. Oder ich sage, ich kaufe mir Plastikboots, die sind vegan, anstatt dass sie aus Leder hergestellt werden. Dann ist das ziemlich kurz gedacht. Weil bei dieser Art zu wirtschaften, werden so viele Tiere kaputt gemacht, so viel Natur zerstört, dass es sehr heuchlerisch ist, dann zu sagen, okay, ich habe ein reines Gewissen. Du kannst diesen Tofu essen und da klebt nicht direkt Blut dran. Ich esse mein blutiges Steak und weiß, ich habe dafür ein Tier getötet. Jetzt ist die Frage, welche Einstellung habe ich dadurch dazu? Habe ich noch irgendeine Wertschätzung für das Tier und das Leben, das für mein leckeres Essen, das ich nicht unbedingt gebraucht hätte zum Überleben, jetzt sein Leben lassen musste? Habe ich da noch irgendeinen Bezug dazu? Aber wenn ich jetzt von übersehe, von der anderen Seite der Welt, ein Tofu mir bestelle, der aus
konventionellem Soja hergestellt würde. Einer der Hauptgründe, warum der Regenwald überhaupt abgeholzt wird, ist es, dass dieser Regenwald, wie schon gesagt, verbrannt wird und dort riesige Monokulturen von Palmfett und Soja angebaut wird. Und aus diesem Soja wird dann der Tofu hergestellt. Und dann habe ich ein reines Gewissen, wenn ich diesen Tofu esse. Denkt mal da bitte drüber nach, liebe Vegetarier. So einfach ist es nicht. Das ist wie wenn ihr Tiger retten wollt und euch dann ein Abo beim WWF holt. Und ihr dann immer 20 Euro zum WWF überweist und denkt, hey, ich finde es scheiße, dass die Tiger umgebracht werden, dass es immer weniger gibt. Ich zahle was an den WWF. Wenn ihr euch dann aber ein bisschen mit dieser Situation auseinandersetzt, merkt ihr, dass der WWF ein, weiß nicht, ob er das schon immer war, aber er ist dazu gekommen, dass er ein Grünwaschprogramm für zum Beispiel Tropenholz geworden ist. Das heißt, der WWF sitzt mit verschiedenen anderen Konzernen zusammen, die alle Riesengroßkonzernen gehören, und entscheidet mit der Regierung eines Landes darüber, wie viel Regenwald abgeholzt werden darf. Und der WWF macht mit diesem Konzern einen Stempel dafür, dass das Tropenholz, was sie kahl schlagen, zertifiziert und gut ist. Dafür wird dann vielleicht 1-2%, vielleicht auch viel weniger des Regenwalds erhalten und dort dürfen dann noch ein paar Tiger rumrennen. Viel weniger als früher, aber da stellt man dann ein paar Kameras auf und dann kann man im Internet gucken, ob mal ein Tiger an deiner Kamera vorbeiläuft. Im Endeffekt ist dieser Konzern, an den du dann gespendet hast, dafür verantwortlich, mitverantwortlich zumindest, dass der restliche Lebensraum von diesem Tiger verschwunden ist. Und du hast genau das Gegenteil supportet, als das, das du eigentlich wolltest. Und so verhält sich es meiner Meinung nach auch mit dem falschen Veganismus. Vegetarier, super toll. Die medizinischen Vorteile, wenn man es nicht übertreibt, wenn man es nicht zu einer Ideologie macht und keine Ahnung von seinem Körper hat, was man dem damit antut. Solche Leute gibt es natürlich auch. Aber wenn man das vernünftig betreibt, dann ist es auf jeden Fall eine sehr tolle Geschichte. Jetzt aber sich aufzuführen, als würde man die Welt retten damit, dass man kein Fleisch isst und sich einfach gar nicht dafür zu interessieren, wo die Produkte jetzt herkommen. Hauptsache es hat nichts irgendwie mit Tier zu tun, kein Kontakt mit Totem irgendwie, das gruselt mich. Das ist so eine Art umgekehrte Gothic-Ästhetik, das finde ich total kindisch. Das kann man vielleicht im Kindergarten noch irgendwie machen, wenn da ein Mädchen zum ersten Mal sieht, wie das Huhn geköpft wird und man dann sagt, oh Gott, dafür muss ja ein Tier sterben, und diese Erkenntnis kommt und man dann am liebsten gar kein Fleisch mehr isst. Das kann man durchaus so machen. Ja? Aber wenn man dann ein bisschen älter wird und merkt, wie die Welt funktioniert, dann und was man vielleicht für einen ökologischen Fußabdruck hinterlässt, dann finde ich das schon sehr fragwürdig, wenn man so oberflächlich dann quasi seinen Aktivismus definiert, dass man sagt, oh, Tiere sind süß, mag ich nicht essen, und was irgendwie, wie sonst Essen hergestellt wird, das interessiert mich nicht.